Hello everyone and welcome to our video series on Learn German Intermediate. In the last lessons we learned about verbs with non-separable prefixes. In this lesson, we will be learning an alternate form of building the passive voice, known as Passiversatz. You can visit our page on patreon.com to get free worksheets, transcripts, podcasts, early access to our videos and more. So, fangen wir an. Lektion 8. Passiversatz. Passiversatz oder Passivumschreibungen sind Ersatzformen für das Passiv. Sie haben passivische Bedeutung, aber die Verbformen sind aktiv. Hier geben die Sätze auch keine Info zu dem Täter. Passiv haben wir im Detail in A2 gelernt. Wenn du dies wiederholen willst, findest du unten in der Beschreibung den Link dazu. Man benutzt Passiversatz, um Wiederholungen der Passivkonstruktion zu vermeiden. So sehen die Sätze in Passiversatz aus. Das Auto ist nicht zu reparieren. Das Auto lässt sich nicht reparieren. Und? Das Auto ist nicht reparierbar. Anstelle von Passivkonstruktionen mit dem Modalverb können gibt es drei Formen von Passiversatz. Hier ist ein Satz im Aktiv. Ich kann den Stift nicht anwenden. Wenn man diesen Satz in Passiv bildet, der Stift kann nicht angewendet werden. Wie wir schon wissen, geht in dem Passivsatz der Täter weg. Und das Verb steht in Partizip 2 mit werden zusammen. Diesen Satz in Passiv kann man auch anders formulieren. Wir schauen uns mal drei Möglichkeiten an, wo das Verb können nicht mehr benutzt wird. Man kann den Passiversatz mit sein plus so plus Infinitiv bilden. Der passive Satz, der Stift kann nicht angewendet werden und mit Hilfe von sein plus so plus Infinitiv sieht so aus. Der Stift ist nicht anzuwenden. In diesem Satz benutzt man kein Werden. Das heißt, das Verb hat keine passive Bedeutung, sondern ist aktiv. Hier steht das Verb im Infinitiv am Ende mit zu und in der zweiten Position steht das Verb sein und das wird konjugiert. Man kann auch Passiversatz mit dem Verb sich lassen bilden. Hier noch einmal der Satz in Passiv. Der Stift kann nicht angewendet werden. Den Passiversatz kann man so bilden. Der Stift lässt sich nicht anwenden. In diesem Fall hat der Täter keine Rolle. Das Verb ist wieder aktiver und steht nur im Infinitiv am Ende. Sich lassen steht als Hilfsverb in der zweiten Position. Die dritte Form von Passiversatz ist, wenn man aus dem Verb ein Adjektiv bildet. Diese Adjektive haben die Endung bar oder lich. Der Satz in Passiv, der Stift kann nicht angewendet werden. Und Passiversatz, der Stift ist nicht anwendbar. Hier kann man auch sehen, dass werden und können nicht benutzt werden. Aus dem Verb anwenden bildet man das Adjektiv anwendbar. Alle diese drei Ersatzformen haben die gleiche Bedeutung. Nur die Formulierung ist anders. Hier sind andere Beispiele. Die Krankheit kann geheilt werden. Man kann so umformulieren. Die Krankheit ist zu heilen. Die Krankheit lässt sich heilen. Die Krankheit ist heilbar. Der nächste Satz ist, diese Aufgabe
kann nicht verstanden werden. Und so sehen die Ersatzformen aus. Diese Aufgabe ist nicht zu verstehen. Diese Aufgabe lässt sich nicht verstehen. Diese Aufgabe ist nicht verständlich. Noch ein Beispiel. Die Schmerzen können kaum ertragen werden. So kann dieser Satz umformuliert werden. Die Schmerzen sind kaum zu ertragen. Die Schmerzen lassen sich kaum ertragen. Die Schmerzen sind kaum erträglich. Und jetzt kommt eine kleine Übung für euch. Wie bildet man die Ersatzformen für diesen Satz? Diese Bücher können ab morgen verkauft werden. Und hier sind die drei Formen. Diese Bücher sind ab morgen zu verkaufen. Diese Bücher lassen sich ab morgen verkaufen. Diese Bücher sind ab morgen verkäuflich. Sehr schön. Jetzt lernen wir weiter. Passiversatz für passiv mit müssen, nicht dürfen und sollen. Diese Modalverben, müssen, sollen und nicht dürfen, können nur durch sein plus so plus Infinitiv ersetzt werden. Diese Sätze, die eine Notwendigkeit ausdrücken, werden so gebildet. Wir schauen uns ein paar Beispiele an. Der erste Satz ist mit müssen. Diese Maschine muss sofort abgestellt werden. Der Passiversatz ist, diese Maschine ist sofort abzustellen. Diese Struktur haben wir vorhin gelernt. Man benutzt hier kein Werden und kein Modalverb. In der zweiten Position steht Sein und das Verb steht mit zu am Ende im Infinitiv. Hier ist ein Satz mit Sollen. Die Aufgabe 10 soll zuerst gelöst werden. Als Passiversatz sieht der Satz so aus. Die Aufgabe 10 ist zuerst zu lösen. Und jetzt ein Satz mit nicht dürfen. In Passiv, hier darf nicht geraucht werden. Und wenn man Passiversatz bildet, hier ist nicht zu rauchen. In allen diesen Sätzen fällt das Modalverb weg. Das Verb steht am Ende im Infinitiv mit zu und in der zweiten Position steht das Verb sein. Wann benutzt man den Passiversatz? Besonders, wenn man die Fähigkeiten von etwas, zum Beispiel von einem Produkt, beschreibt. Hier ist ein Beispiel von einem Text über eine Küchenmaschine. Diese Küchenmaschine ist mit Anschlüssen für unterschiedliche Antriebsleistungen ausgestattet. Diese Anschlüsse sind einfach anwendbar. Mit der Maschine lässt sich der Teig einfach kneten oder Schlagsahne schlagen. Sie können problemlos mit dem Regler die Geschwindigkeit regeln. Ihre Gerichte sind jetzt leicht zuzubereiten, indem Sie mit dieser Küchenmaschine arbeiten. Ein Buch mit vielen Rezepten ist in unserem Online-Shop erhältlich. Man kann sehen, dass solche Texte, die meistens in Passiv stehen, benutzen sehr oft Passiversatz. Alle Sätze, die hier in Passiversatz stehen, haben wir in Blau markiert. Sehr schön. To practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. You can also become a $1 patron to get access to our transcripts and $5 patron to get access to our podcasts. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications
whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comments section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!